Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Ja, auch heute wollen wir, beziehungsweise möchte ich natürlich, euch wieder etwas Abwechslungsreiches darbieten und habe mir dafür auch, nicht unbedingt Panzer ausgesucht, die man jetzt nicht so häufig sieht, sondern einfach mal so Panzer, mit denen ich halt wirklich in der letzten Zeit sehr, sehr selten unterwegs war. Und allen voran ist natürlich hier der ganz exquisite Churchill Gun Carrier. Und also ich bin gespannt, wie das heute wird. Ich habe ja natürlich wie immer keine Ahnung, wie diese Runden, die ich jetzt hier gerade aufnehme, wirklich abzuschließen sein werden. Es liegt natürlich auch nicht alles immer in meiner Hand, aber mein Gott, man gibt im Endeffekt das Beste und hofft dann dementsprechend auch, dass die anderen 14 Mitspieler aus dem eigenen Team ähnlich denken. Also ich habe mir heute vorgenommen, ich wollte ganz gerne für und mit euch diesen Churchill Gun Carrier fahren. Dann würde ich ganz gerne auch mal wieder meine amerikanische Art hier rausholen. Die M12, diese hier. Ja, habe ich auch schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Dann soll der Sherman Jumbo kommen. Er hier. Auch ein Panzer, den ich hier in der Garage drin habe, aber wirklich sehr, sehr selten fahre. Ich habe momentan einfach wirklich so viele Panzer, ich kann gar nicht mehr alle fahren. Also da wäre ich ja wirklich nonstop unterwegs mit allen verschiedenen Panzern. Ja, dann habe ich auch mal wieder ausgegraben einen deutschen Heavy, den ich aus welchen Gründen auch immer bei mir noch drin stehen. Der hat sogar eine relativ gute Mannschaft für einen Sechser, fand ich. Der VK3601H. Und wenn die Runde es zulässt, würde ich ganz gerne auch noch, wo ist er, da, den KV-2 mal wieder fahren. In der letzten Zeit, wenn ich ihn denn mal ausgegraben habe, waren die Runden jetzt nicht ganz so toll. Aber naja, mein Gott, wie gesagt, man probiert immer sein Bestes. Und mehr ist dann letzten Endes auch nicht drin. So, also beginnen wollen wir, wie gesagt, mit dem Churchill Gun Carrier. Ich glaube, ich habe, wenn mich nicht alles täuscht, sogar schon mal eine Folge über den Churchill Gun Carrier gemacht, wo ich ihn halt so ein bisschen so beschrieben habe und so weiter und so fort. Aber ich kann vielleicht jetzt auch im Rahmen des Gefechtes mal gucken, ob ich nicht das eine oder andere noch zu diesem Panzer sagen kann. Wobei, so viel gibt es im Endeffekt gar nicht über ihn zu sagen. Er ist auf jeden Fall fester Bestandteil meiner Garage, weil er... jetzt habe ich gerade den britischen Stamm gar nicht vor Augen, aber ich meine, er ist am Ende eines Forschungsstranges das letzte Glied, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, müsste ich wie gesagt nochmal ohne Detail nachschauen. Ja, ansonsten, Churchill Gun Carrier, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Panzer. Der ist mitunter sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, weil er, wie man hier auch sieht, das Chassis von einem Churchill hat. Er ist genauso schnell wie ein Churchill, wie man sieht, ja, also mit der 2628 ist, glaube ich, Ende im Gelände. Er hat für einen Jagdpanzer, finde ich, einen ziemlich kleinen Richtbereich und durch diesen hohen kofferartigen Aufbau vorne ist das Ding natürlich, ja, eigentlich sowas von leicht zu treffen. Das ist halt schon, ja, keine große Herausforderung. Von der Gun Depression her, ich kann das mal eben kurz zeigen, ist es wiederum gar nicht mal so verkehrt. Also man kann sich schön tief hinstellen. Ja, aber man muss auch dementsprechend erstmal die Position dafür finden. Und das ist oftmals das Problem. So, ich werde jetzt mal gucken, hier so ganz eben drüber stehen zu bleiben, das könnte hinhauen. Doch ich vermute, wenn ich mir so mal die Karte angucke, dass unsere Jungs da einfach zu weit nach vorne preschen. Aber noch ist ja nichts Großartiges passiert. Also, wie gesagt, er ist jetzt kein mobiler, keine mobile Rakete, um das mal so zu formulieren. Allerdings ist die Kanone, die er hat, gar nicht mal so übel. Jetzt muss ich hier nur ein passendes Ziel finden. Okay, wir haben ihn, sie nicht mehr angekratzt. Fängt natürlich schon mal super an.
Ja, natürlich, natürlich. Entweder stehe ich jetzt gerade. Oh, wir kriegen von links Besuch im T34. Ja, ob das so gut geht, ob das so gut kommen wird und bleiben wird, ich weiß es nicht. Hä? Oh, T150 da hinten. Und ein Crusader. Hä? Ich scheine noch nicht aufgegangen zu sein. Ich sehe jetzt gerade von links oben kommen zwei Cromwells an. Da habe ich schon wieder arge Bauchschmerzen mit, wenn ich sowas sehe. Ey, das gibt's doch gar nicht. Stehe ich so bescheiden? Ah. Oh, ELC von links unten aus der Luke. Sehr schön, sehr schön. Ah, ich stand wohl doch nicht zu bescheiden. Oh. So, jetzt kriegen wir gleich Besuch. Dann werden wir auch aufgedeckt. Und das wäre natürlich nicht ganz so schön. Deshalb schön mal hier nach unten verpieseln. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich schon auf bin. Wäre natürlich nicht so toll. Wenn dem denn dann so wäre. Ich hoffe, unser 3001P kriegt das hier einigermaßen auf die Kette. Ah, der 39er geht zurück. Das ist schön. Weil ich bin dann doch etwas zu behäbig für so eine Aktion. Ich kann mich hier besser auf die Distanz berufen. Doppelcromwell kommt von oben an. Zack! Und tschüss! So, nachladen und... Ja. Also, wer es anfänglich nicht glauben wollte, die Kanone ist wirklich okay. Also, muss ich ganz klar sagen, die ist echt. Damit kann man wirklich arbeiten. So, jetzt gucken wir uns mal, ob wir die Cromwells da vorne kriegen. Da bleibt stehen, der Cromwell. Ist in der Regel... Ja, ja, nee, 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 nee. Och, Mann, oh. Okay, der Cromwell ist schon mal direkt Geschichte. Ja, dann werden wir doch mal schauen, ob wir nicht in die Mitte reinkommen, denn ich vermute, irgendwo wird der KV-1S sich aufhalten. Könnte natürlich sein, dass der hier unten in die Luke reingefahren ist, hier irgendwo. Irgendwo steht, da oben steht eine Stock. Würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt... Obwohl, ich probiere es mal ruhig. Da ist der SFC. Komm ich da dran? Komm ich da dran? Komm ich da dran? Wahrscheinlich nicht. Der 1S steht da hinten. Aber ich glaube, ich werde mir erstmal die Stuck hier besorgen. Zack! Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt gucke ich mal gerade. KV-1S. Da werde ich nicht rankommen. Müsste der AAL aber eigentlich auch alleine auf die Reihe kriegen. Dürfte ein One-Shot sein. An die selbstvollerfette 4C da oben werde ich nicht rankommen. Der ist nicht gerade langsam. Vielleicht fährt er hinten noch. Ich gucke mal, ob ich jetzt... Ja, tja, tja. Ich fahre natürlich jetzt genau in die Mitte hier. Ah, okay. Der ist schon mal Geschichte. Der ist von der Fette 4C. Da hinten ist er. Komm ich da dran? Komm, ich will auch nochmal schießen. Ja, ja, ja. Und? Oh. Toll. Naja, gut. Aber immerhin, wir haben zwei Kills abgeschneckt. Ich glaube, ein bisschen was an Schaden haben wir auch produzieren können, auch wenn das nicht jetzt ganz so die Superleistung war. Naja, gut, immerhin Wirkungsfeuer, aber ist jetzt auch nicht so der Oberknaller. Aber gut, 1100 Schaden, 2 Kills, 662 Erfahrung. Hätte eindeutig schlimmer kommen können. Ja, also beide KV-85, T-150, die beiden haben wir mitgenommen. T-150 haben wir, glaube ich, beschädigt und Hilfe bei Zerstörung. Aha, okay. Ja, und die Stuck haben wir einmal beschossen. Naja gut, naja gut. Es gibt Schlimmeres. So, kommen wir mal zur M2.
12. Eine Arti, die ich wirklich, wirklich gut in Erinnerung habe. Wobei Arti ist ja, ja, es ist im Endeffekt immer noch ein sehr großes Glücksspiel. Mit der Arti dann dementsprechend auch was zu treffen. Ich habe mich mal vor kurzem mit einem wirklich guten Arti-Spieler unterhalten. Ich glaube, der hat inzwischen auch schon wirklich alle durchgespielt. Und der sagte mir, dass dieser Scharfschützen-Skill, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass der Scharfschützen-Skill sich bei einer Arti wirklich deutlich bemerkbar macht. Kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich was zu sagen. Ich glaube, ich habe noch keine Arti, die das dementsprechend hat, um sagen zu können, okay, das macht jetzt irgendwo Sinn oder macht jetzt keinen Sinn. Ja, also so ganz uninteressant fand ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber naja, gut. Man müsste es wirklich mal drauf anlegen, um wirklich auch mal zu gucken, okay, macht so ein Skillpunkt jetzt nun Sinn oder kann man es auch genauso gut sein lassen. Ja, so, wir sind hier also in einem Tier 9 Gefecht gelandet. Wenn mich nicht alles täuscht, hat die M12 sogar schon den sechsten Sinn als Skill drauf. Im Gegnerteam ebenfalls eine M12, also sind schon die direkten Gegenspieler. Das passt schon mal ganz gut und ich werde mich jetzt mal möglichst weit nach hinten verpieseln. Ich habe zwar in dem Sinne, in Anführungsstrichen, nur 30 Sekunden Reload, aber das ist natürlich auch nicht gerade wenig. Ne? Also da muss man schon mal gucken. Vom Equipment her, na, soll ich mal einen Lucky Shot wagen? Boah, hat er den echt weggehauen? Halleluja. Sehr gut. Ja, vom Equipment drauf habe ich eigentlich das wie auf jeder Arti, Ansitzer, Rechtantrieb und ich glaube, Tarnitz sehe ich gerade hier unten, ja. Ja, also eigentlich bin ich jetzt, ich werde mal den Bärchen ein bisschen supporten. So, die da unten sind ja schnell genug. E50, 1390, 12T und T71, da sind die ganzen Schnellen unterwegs. Und ich gucke mal, ob ich hier irgendwie etwas... Aha, da haben wir doch schon den ersten Kollegen. T54. Stellt sich natürlich erstmal Arti-Safe hin. T44. Jetzt müsste ich natürlich gucken. Ach, shit, komm, beweg dir mal nach vorne. Nein, ernsthaft, 98 Treffer. Oh oh, das hier oben wird aber nichts. Oder? 50, 100? Oh, doch, 50, 100. Habe ich gedacht, der wäre schon echt runtergeschossen, aber... Kette den nochmal. Kann denn nicht mal einer Kette von euch hier? Steht T34. Ach, jetzt... Nein. Das muss wehtun. Was? Im Leben nicht. Hä? Das sah so aus, als wenn ich irgendwas getroffen hätte. Anzeigebug wahrscheinlich. So. Oh, das ist das Objekt. Da ist das Objekt. Das könnte ich mir mal holen. Ja, schön seitlich drehen. Nein, das wäre nicht so schön. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich probiere es mal aus. Zack! Der hat gesessen. Ich hoffe natürlich auch, dass er... Boah, der ist noch vollläufig. Ich muss hier oben supporten. Ich muss hier auf jeden Fall hier oben supporten. Was meinst du? Oh, T34.
Den muss ich ärgern, den T34. Der ist nicht ohne hier, der Kollege. Nicht so weit vorfahren, Freunde. Nicht so weit vorfahren. Ja. Jetzt fahren die ernsthaft runter? Nein! Ach du Schande, ach du Schande. Naja, gut. Jetzt macht den natürlich auch wieder keiner auf. Ja. Eingeaimt für Nüsse. Oh, da steht ein ST1. Oh, oh. Jungs, was macht ihr denn da? Warum seid ihr denn nicht da oben geblieben? Ich supporte euch doch. Oh, oh, oh. Hat 36 Schaden. Was ist denn das für eine Verarsche? Passt auf, das wird wieder so eine Runde. Ich habe mehr Schaden gespottet, beziehungsweise ermöglicht, als selber gemacht mit einer Arti. Das ist schon wieder prädestiniert. Ich sehe schon wieder sowas. Ich sehe es schon kommen. Der E50 unten, der wird mir jetzt hinten schön richtig eine reinkleistern. Halleluja. Jetzt nicht wegfahren! Schön, Treffer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, sollen wir uns den T34 nochmal schnappen hier? Immer schön. Oh. Ich glaube, den haben wir wohl ein bisschen böse penetriert, wenn er schon sowas schreibt. So, T28 Prototype. Was steht dahinter? Dahinter steht ein KV4. Den können wir auch nochmal kurz versuchen zu ärgern. Objekt, 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 bleib stehen. Und? Treffe. Hua. Sehr gut. Ey, warum nimmt denn keiner den T30 hier weg? Ach, den T30 sehe ich schon, den 1390. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So wird das aber nichts. Ach, nee. Wo fährt denn der? Okay, der geht da lang. So. Ja, und? Es war ja klar, den treffen wir natürlich wieder nicht. Jetzt wird schon wieder hier eine ganz enge Geschichte. Wenn je näher mir das Ziel kommt, desto häufiger muss ich nämlich einaimen, weil mein Winkel kleiner ist und ich... Ja, genau. Ich muss die Scouts hier weghauen. Ich muss die Scouts hier weghauen. Na, komm schon. Ne, der Scout dreht um. Hier vorne bewegt sich was. Boah, die haben fast doppelt so viele Panzer noch wie wir. Und die Arti auch noch. Oh. Oh, 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 oh. Ich ahne hier Böses. Ich ahne hier ganz Böses. 6.13, ja, okay, damit ist er drauf gelutscht. Tja. Ich vermute mir nämlich mal, dass der Jagdtiger hier gleich auftauchen wird. ...150 Schaden! Jetzt mal ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen oder was? Erstmal nachladen. Erstmal nachladen. Noch bin ich nicht auf.
Muss ja auch. Jetzt bin ich auch. Ja, schade, schade, schade. Also, ja, das, was ich gesehen habe, war ehrlich gesagt für einen Arti-Treffer eine Katastrophe. Also 98 oder 100 Schaden, das ist aber wahrscheinlich wieder dem RNG zu verdanken. Das sieht nicht gut aus. Oh! 1780, na gut, das geht ja doch. Schade. 1390, 0 Schaden. Conqueror, 0 Schaden. 4 Schüsse, nicht einer davon. Eine hat getroffen. IS-2, 4 Schüsse, eine hat nur getroffen. 1390 hat gar nicht erst geschossen. Auch nicht schlecht. Ja. Leo PTA. Soll sehr schwierig sein, den zu spielen. Hm. Naja, gut. Ja, schade, schade. Also eigentlich doch besser als gedacht. Aber, naja, was will man machen? So, Sherman Jumbo. Also, dieser Sherman Jumbo ist im Endeffekt, ja, ich will jetzt nicht sagen, der, weiß ich nicht, große Bruder vom normalen Sherman. Naja, weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt so betiteln kann. Auf jeden Fall, der Sherman Jumbo ist ein Stufe 6 Medium Panzer von den Amerikanern. Und ich habe den, wie gesagt, auch behalten, weil er halt Ende eines Forschungsstranges ist, beziehungsweise eine Einzelposition einnimmt. Und ich fand den an sich gar nicht mal so schlecht, denn er hat eine ziemlich coole Frontpanzerung in seiner Tierstufe. Alles über ihm, es ist ja 6 bis 8, ist mit dem natürlich schon wiederum ein bisschen schwierig. Und die Kanone, die er hat, ist meines Wissens... ist meines Wissens nach auch gar nicht mal so schlecht. Ist ein bisschen so mit einem Kometen oder mit einem Chromebill zu vergleichen. Also schießt relativ häufig. Hat nicht so einen vielen Alpha-Schaden, aber ist mitunter auch ziemlich genau. Ja gut, jetzt in einem Tier-8er-Gefecht ist es echt schon... Boah. Ja, da kann ich mich natürlich nur hinten aufhalten. Da kann ich nichts Großartiges jetzt dementsprechend reißen. Ich werde mal gucken. Ja, doch, ich kann mich noch hinten aufhalten. Nee, ich gehe nicht spotten. Nee, ich werde mich mal hier auf die rechte Seite verschieben. Und werde mal gucken, ob ich da irgendwie was hinbekomme. Also der A43 und der A44, das scheinen die schnellsten Panzer zu sein, die wir momentan haben. Ich werde erstmal ein bisschen hinten bleiben, also vorne was aufzumachen, ist glaube ich nicht so der richtige Weg hier für mich. Tiger 1 da hinten komme ich noch nicht dran. Dann kommt ein ARL angefahren. Tja, ARL sozusagen ist aber auch echt mutig. Komme ich nicht dran. Oh, da habe ich aber richtig eine Schelle mitgekriegt, ey. Halleluja. Wer hat mich denn da getroffen? 500 Schaden. Ach, der Räumerwagen. Alles klar. So. Jetzt muss ich mich aber hier ein bisschen nach hinten verpieseln. T29 steht hier auch hinten. Eigentlich unbegreiflich, aber scheint wohl so zu sein halt, ne? Komme nie dran.
Schleimerwagen kann ich auch nicht durchschleimen. Auf die Distanz? Ah, doch. Ich werde mal hier die Flanke wechseln. Hier an der Steigung kann ich, glaube ich, nicht großartig was reißen. Und mit 244 bin ich eigentlich ein One-Shot für alles, was da hinten steht. Wären wir dann vielleicht ein bisschen... ein wenig zu krass. Gucken wir mal, ob wir hier, wer auch immer da unten steht, mit dem Fronka 3601H ein bisschen unterstützen können. Tiger P 3002D steht hier vorne. Da werde ich aber, glaube ich, auch noch nichts Großartiges machen können. STA-1 steht hier. Mhm. Na, komme ich da dran? Oh Gott, ich habe 1D. Tiger 1 könnte ich schaffen. Oder auch nicht. Doch. Tschüss. Warum der SDA-1 nicht auf den Dingens geht, verstehe ich nicht. Na also. Wo ist denn der 36er hier? Kann den mal einer aufmachen, bitte? Okay, hier scheint jetzt erstmal nichts mehr zu kommen. CDC steht da. Jetzt könnte sich der SDA eigentlich ja mal langsam mal nach vorne trauen, ne? Wäre jetzt mal so eine Idee. Wobei ich vermute, dass... ich wusste es, ich wusste es. Dann glaube ich vor ein paar Minuten noch ganz anders. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, 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 ja. Ach Mann. Na komm, komm. Mann, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt muss ich hier aber weg. Jetzt muss ich hier aber ganz schnell weg. 8-8er Tiger. Da möchte ich mich jetzt nicht unbedingt mit anlegen. Und vermutlich wird er mich nämlich auch sehen. Deshalb, ich muss hier ganz, ganz schnell weg. Oh ja. So. T29 CDC, ja, T29. Tja. Was kann ich jetzt ehrlich gesagt hier Großartiges machen? Beziehungsweise hier noch ausrichten? Nix. Super Pershing brauche ich gar nicht gegen antreten. Habe ich hier keine Schnitte? Oh, der Räumerwagen. Das war aber nicht der Räumerwagen, der geschossen hat. Black Prince, fahr zurück, du Penner! Wo bist du am Bobby? Thank you.
der T29, der campt da hinten und ist wahrscheinlich noch schön full life, nehme ich an, ne? Oh. Ja, toll. Jetzt bin ich ernsthaft als einziger Sechser nur noch über. War über. Oh mein Gott. Ja, eine nicht ganz so tolle Runde. Schade, dann hat sich das Team irgendwie doch ein bisschen... Ich habe echt gedacht mittendrin, das Ding würden wir reißen. War ich echt fest von ausgegangen. Schade, schade, schade. Naja gut, was will man machen? 36 Schüsse abgegeben. 15 nur mit Durchschlag. Naja, 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 naja. Ja, so kann es dann dementsprechend auch mal gehen. So, ja, dann wollen wir jetzt mal, wie gesagt, den deutschen schweren Panzer der Stufe 6 mal rauskramen. Da ist er. Der VK3601H. Wie gesagt, ich habe momentan nicht wirklich einen Plan, warum ich den hätte behalten wollen, können, sollen. Ich bin dann noch so ein bisschen planlos. Aber, naja gut. Irgendeinen tieferen Sinn wird es gehabt haben und die Mannschaft, die ich da drauf habe, ist ja auch jetzt nicht so, sag ich mal, eben kurz zwischen Tür und Angel reingesetzt. Von daher, irgendeine Bewandtnis wird es gehabt haben und vielleicht fällt es mir auch im Laufe der Jahre, die ich mit WOT noch zubringe, irgendwann mal wieder ein. So, wir sind in einem Tier 7 Gefecht gelandet. Was haben wir denn im Gegnerteam? SU-152, T-25, Hellcat SU-100. Das werden wahrscheinlich die Camper-Panzer auf E-1-2 werden. Wir haben Chinu M4, PZ-4H, T-25 Crusader, die rumdüsen. KV-85, ARL, IS. Ja. Gucken wir mal. Wir haben 3 Heavys. Gegner haben 4. Unsere SU geht mit in die Stadt. Ich glaube, ich werde mich auch mal Richtung Stadt orientieren. Mal gucken, ob ich da was reißen kann. Ja, also der VK3601H sieht im Endeffekt ziemlich kompakt aus für ein Heavy. Hat aber schon knapp 1000 Strukturpunkte. Und die Kanone, die er drauf hat, also die 8.8er, ist für meinen Geschmack auch gar nicht mal so verkehrt. Also es gibt natürlich bessere Kanonen in der Tierstufe 6, gar keine Frage, aber die 8.8er ist schon, doch, kann man ruhig sagen, die ist schon, die macht schon ein bisschen Fun. Ne? Gut eingesetzt, rockt das Ding auch ganz gut. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die sich alle orientieren. Die werden wahrscheinlich alle hinten rumkommen. Ist im Prinzip gar nicht mal so verkehrt, das Ganze ein bisschen auf Focus Fire zu machen. Da ist schon der KV-85. Der T-25 plöppt auf. M4. Da ging der doch voll durch ihre Panzerung. Hast du denn sowas gesehen, du? Wo steht denn alle hier, Penners? Ja, natürlich. Schön bei der IS natürlich mal wieder. Schön abgeprallt. So, wer von euch hat noch nicht? Wer will nochmal? Zack. Ich sehe einen Crusader vor mir. Und wenn die Jungs jetzt unten ein bisschen mehr Gas geben, hier oben können wir die noch einigermaßen aufhalten. Oh, oh. Die M12 macht hier mächtig Druck gerade.
Eigentlich müssen wir hier oben jetzt ein bisschen auf Zeit spielen. Damit die von unten rankommen können. Dann könnten wir das hier ganz gut hinkriegen. Wir werden wahrscheinlich beide drauf gehen, der KV-85 und ich. Ja, Sigi, natürlich. Ey, sag mal ernsthaft? Oh, 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 das ist nicht so schön. Wer oder was hat mich hier getroffen? So, wir nehmen uns als erstes vor. Ich würde sagen, wir nehmen uns hier den KV-85 vor. Wieso sind die denn unten jetzt ins Stocken geraten? Da kriege ich schon wieder die Krise. Ramm den Bobby weg. Halleluja. Mann, 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 ey. Oh, da kriege ich schon wieder zu viel. Oh. Oh, gar nicht gesehen, ey. Schade, schade, schade. Ja, den hätte ich gerne. Und da haben die sich da unten... Was ist denn? Mann, 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 Mann. Schade, 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 ey. So eine gute Runde. Mist. Warum haben die nicht einfach angefangen zu cappen da unten? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Die rammen sich hier schon gegenseitig weg, sehr gut. Was? Killsteals, ja, natürlich. Ja. Mhm. Ja, also der Elektro, ich weiß nicht, auf was der wartet. Ja, jetzt geht unser Cromwell hier die bekannt, wo sich der Alecto aufhält. Muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich nicht für fair. Von daher, wo ist der Cromwell? Da ist er. So, gibt es eine Beschwerde für die unfaire Spielweise, weil das ist nicht korrekt, das finde ich nicht gut. Dass der Alecto sich hier verpisst, ist im Endeffekt okay. Gut, dass er jetzt auch dafür abtauchen geht, finde ich auch nicht fair. Dafür gibt es dann auch eine Beschwerde. Ist auch unfaire Spielweise, ist im Endeffekt Schaden, den er den Gegnern vorenthält. Ist nicht korrekt, solltet ihr auch machen, gehört halt einfach ein bisschen zum Fairplay. Also entweder ist man im Gefecht richtig drin oder man lässt es halt dementsprechend sein. Es gibt natürlich auch Runden, wo ich das gewissermaßen nachvollziehen kann, wenn es 1 zu 14 steht und man hat richtig Gas gegeben und keine Ahnung was. Und das Team wird auf einmal vollkommen aufgeraucht. Finde ich nicht gut, aber naja gut, mein Gott, ist nochmal so. So, wir haben 1808 Schaden, 3 Kills, 577 in Nettoerfahrung gemacht. Tja, schon wieder haben wir zwei Spieler, die es nicht auf die Reihe gekriegt haben, Schaden zu machen, obwohl sie geschossen haben. Tja, frage ich mich immer wieder, wie das geht. Der Alecto von gerade, 10 Schüsse, zweimal nur durchgekommen. Ja... jetzt hätte man natürlich sagen können, ein Vierer in einem Siebener-Match ist auch ehrlich gesagt nicht unangebracht, weil der Cromwell, hier übrigens auch mit dem Alecto im Team, ein Zug reingegangen ist. Also ein Vierer-Jäger mit einem Sechser-Medium passt einfach nicht. Dass man dann, dass dieser Alecto mit 10 Schüssen und dann nur 2 Treffer hingekriegt hat, ist eigentlich nachvollziehbar. Also
Lass es am besten sein. Also ich hätte jetzt sowieso nacheinander wegen beim Alecto wegen dem Absaufen und bei dem Cromwell wegen Bekanntgabe des Standortes habe ich es ja gemeldet bezüglich unfairer Spielweise. Ist mir aber auch jetzt also aufgefallen, dass der Alecto 4 mit dem Cromwell zusammen in einem Zug war. Bin ich auch oft dazu gewillt zu sagen, ich reporte den Zug, weil es halt einfach eine unfaire Geschichte ist. Ja, ihr müsst es ja so vorstellen, ihr beide seid jetzt in dem Zug und ich fange mit dem Vierer gegen Siebener an. Ich habe überhaupt nicht mal annähernd die Chance, überhaupt irgendetwas zu machen. Ich könnte maximal spotten, aber ich kann nicht im Endeffekt in das Team mit eingreifen. Also ich kann mich nicht richtig in Wirkung bringen. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Und dementsprechend sollte man sowas auch dann passend reporten. Ja, ansonsten SU 152, 27 Schaden. Nur einmal zum Schuss gekommen. Wirklich, wirklich schade. Ja. Gut, also wir haben abgegeben 12 Schüsse, davon waren 9 mit Treffer, 1808 Schaden. Klar, wir waren oben in der Stadt im Zweikampf, haben da den einen oder anderen noch ein bisschen mit auseinandergenommen. Das war gar nicht mal so schlecht, wie wir uns da durchgeschlagen haben. Der M4 war natürlich nachher dann ganz klar im Vorteil. Der wusste in etwa, wo wir waren, wir wussten es nicht. Gut, mein Gott, kann nun mal passieren. Ja. Vielleicht nochmal ein kurzer kleiner Hinweis, wir sind jetzt gerade unterwegs in einem Tier 6 normalen Panzer gewesen, also nichts Premium mit erhöhtem Einkommen und sonstigen. Bei uns im Clan wird oft mal die Frage gestellt, gibt es Panzer, mit denen man gute Credits farmen kann? Im Endeffekt kann ich dazu sagen, alles was in Tier 5 und in Tier 6 unterwegs ist, mit dem ihr gut umgehen könnt, ist eine gute Idee oder eine gute Maßnahme, um an Credits dran zu kommen. Ihr seht hier jetzt gerade, bei mir ist es mit Premium eine Plusrunde geworden von 24.520 Credits bei einer Niederlage, wohlgemerkt. Hättet ihr jetzt kein Premium-Account, Premium ist auch nice, hättet ihr jetzt kein Premium-Account, wäre diese Niederlage, wohlgemerkt, es ist eine Niederlage, mit 13.700 Credits rausgegangen. Ich meine, war eine relativ gute Runde, ja, muss man dazu sagen, aber trotzdem. Ihr habt mit einer Niederlage einen fünfstelligen Plusbereich gemacht. Finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Und wie gesagt, mit dem Tier 5, Tier 6, das sind so die richtigen Tierstufen, wo ihr überwiegend auch Plus-Credits machen könnt, ohne einen Premium-Account oder einen Premium-Panzer zu bekommen. Also das, wie gesagt, nur als Tipp am Rande. Ja, KV2 wollte ich eigentlich noch fahren, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben das Rundenende schon erreicht, beziehungsweise das Folgenende. Vielleicht beim nächsten Mal, mal gucken, vielleicht mache ich mal wieder auch mal eine rein russische Runde. Ich weiß es noch nicht. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Fragen, Anregungen habt, könnt ihr das natürlich gerne mit unten in die Kommentare reinkleistern. Wie ihr seht, richte ich mich natürlich auch herzlich gerne danach, was ihr sehen wollt, dementsprechend auch das Ganze mal durchzuführen. Um dann auch auf Video festhalten zu können. Ja, das war's dann für heute. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, danke fürs Durchhalten, danke fürs Mitfiebern und so weiter und so fort. Ihr kennt ja die ganze Leier, ist ja jedes Video das gleiche. Trotzdem sollte es nicht unerwähnt bleiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wir schießen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Klärchen. Tschüssing.